So, liebe Zuschauer, wir schauen noch mal ganz schnell auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten für den kommenden Börsentag. Es geht jetzt um Freitag, den 19. Oktober 2018. Blicken wir mal auf die Agenda und bemerken zunächst erst einmal, dass es ein kleiner Verfallstag sein wird. Das heißt, es verfallen Optionen auf Aktien und auf Indizes. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Aber ein großer Hexensabbat steht nicht an. Insofern dürften sich möglicherweise die Verwerfungen, die Schwankungen in Grenzen halten. Dann haben wir natürlich weiterhin das Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Auch damit müssen wir rechnen, dass von dieser Seite auch mal die eine oder andere Nachricht, die auch marktrelevant sein könnte, zu uns herüberkommt. Darüber hinaus bekommen wir um 1.30 Uhr in der Nacht die Entwicklung der Verbraucherpreise in Japan in der Kernrate für den Monat September. Um 4 Uhr in der Nacht wird die aktuelle Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in China veröffentlicht, hier für das dritte Quartal dieses Jahres. Um 4 Uhr wird ebenfalls aus China berichtet, wie es mit der Industrieproduktion zuletzt gelaufen sind. Hier die Daten für den Monat September. Um 10 Uhr kommt der Leistungsbilanzsaldo der Europäischen Zentralbank heraus, ehe wir dann um 16 Uhr auf Daten vom Immobilienmarkt in den USA schauen, mit den aktuellen Angaben zum Verkauf bestehender Häuser im Monat September. Annualisiert rechnet man hier mit 5,29 Millionen Einheiten. Etwas weniger also als zuletzt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Quartalsbilanzen. Prominenteste Vertreter am Freitag, die uns Einblicke gewähren in ihre Geschäftszahlen, sind BB Biotech, Schlumberger, die Software AG, The Procter & Gamble, Villeroy & Boch sowie Volvo und einige andere mehr.